Moin Leute, Mr. Butterkatze und heute spielen wir Minecraft, aber Erde droppt OP Loot und wir gucken mal, ob wir damit den Enderdragon besiegen können. Lass mich mal gucken. Oh. Moin, das ist die Butterkatze am Schneiden gerade mal. Ich wollte sagen, das ist anscheinend normal, dass es so übertrieben ist. Warum auch immer, ist das so übertrieben? Alles klar, viel Spaß beim Video wieder, ne? Oh, das ist viel zu OP. Das ist viel zu OP. Oh mein Gott. Was droppt das hier alles? Okay, und wir gucken mal, ob wir damit den Enderdragon besiegen können. Was, glaube ich, Baby da... Yo. Okay, das sollte, glaube ich, baby leicht sein, um den Ender Dragon zu besiegen. Das ist gefühlt schon Cheaten, was wir hier machen. Und falls ihr natürlich... Achtung. Heilige Zitrone. Achtung, heilige Bombe. Was geht hier ab? Das ist Cheaten! Das schaffen wir doch in 10 Minuten oder so, schätze ich halt mal. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Das ist ja sogar schon Cheaten. Und es tut mir leid, dass ich keine Minecraft-Videos gemacht habe, so lange. Ich glaube, schon ein Jahr her. Oh mein Gott. Ja, Hilfe! Ihr könnt mich doch gern haben, das ist ja Cheaten. Achtung, heiliger Apfelbaum. Achtung, heiliger Apfelbaum. Das ist Cheaten. Was? Was? Was zur... das ist easy, den Ender Dragon zu bieten damit, glaube ich. Was zur Hölle. Aber bevor wir weitermachen, lasst ein Like und ein Abo da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man... Junge, ist das übertrieben krank. Erst, ihr müsst ein Like und ein Abo da lassen dafür. Wenn ihr dafür kein Abo da lässt, weiß ich auch nicht. Wir probieren mal einen Baum damit zu schlagen und gucken mal, was dann abgeht. Oh mein Gott. Okay. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Loot, dann ist der Ender Dragon so gut wie down. Wir gucken mal. Schärfe 2. Wir brauchen was Gutes. Wir gehen mal hier reingucken, ob hier was in der Höhle... What? Bitte sagt, das Schwert ist gut. Warte. Weg mit dem. Like müsst ihr da lassen, glaube ich. Okay, das ist Shop, das kann ich mir kaum. Lasst auf jeden Fall ein Like. Leuchtfeuer brauche ich irgendwie jetzt gerade nicht so. Wir sind hier nicht auf einem Server. What the heck? Ach du heilige Schande. Okay. Gut, jetzt brauchen wir...
Eine Sache fehlt noch. Enderperlen. Wir müssen auch Enderperlen suchen gehen. Wir müssen auf jeden Fall noch Enderperlen suchen. Oh, Notch Apple. Das sind aber Notch Apple. Oh mein Gott, das sind schon Notch Apples. Ich weiß nicht, was wir tun sollen hier. Wir brauchen Enderperlen und eigentlich war es doch schon, ne? Junge. Wir brauchen nur Enderperlen. Noch, und dann haben wir schon das meiste vom Spiel geschafft, glaube ich. Ja. Suche nach Endermans. Wird es auch anstehen, glaube ich. Ja. Ja, wir sind 5 Minuten in der Aufnahme und schon haben wir wirklich unmögliches Zeug. Was ist das? Wenn hier ein Spieler reinkommt, irgend so ein Freund ist es, ich kann es aber trotzdem. Wenn hier irgendjemand reinscheint, Bruder, der stirbt direkt, wenn ich den einmal mit meiner Exit. Okay, wir müssen noch weiter Erde abbauen. What the fish? Wir reden über das später nochmal. Junge, ich brauche sowas nicht. Das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich eigentlich auch nicht. Kokosrot schon? Gepflanzte? Nee. 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 Wieder los, nur jetzt, falls ich irgendeine Trap bauen soll für Monster, aber ich baue, glaube ich, eh keine Hütte, wenn schon, dann mit Endportalen oder Gold. Oh, das sind Iglos! Oder nur ein Iglo. Das ist ein Iglo. Wupp, wupp, wupp und wupp. Okay. Das ist ein Bär. Den kriege ich eh in einer Sekunde. Vor ihm muss ich keine Angst haben. Passt. Gut. Jetzt gehen wir mal in den richtig irgendwo dastehenden Iglo rein. Ich habe hier irgendwo gesehen, dass sollte ein. Genau, das Secret. Das ist uraltes Secret. Falls ihr ein Minecraft-Anfänger seid, ist es jetzt ein ganz cooler Secret, das ihr hier jetzt seht. Goldener Apfel. Okay, es geht. Ihn oder ihn? Die Antwort ihn, eigentlich, wenn ihr mich fragt. Habe ich denn meine gute Pickaxe? Ah ja, da haben wir es ja. Du bist frei, Minion. Ach, du willst hoch. Ich glaube, wir machen das zu einem Haus. Zu einem echten Haus, wo wir unten leben werden. Wir bauen hier ein bisschen um. Ich mache hier mal auf. Töte ihn. Können wir runter tun. Wir tun hier ein bisschen Remodeling. Und dann wird es, glaube ich, unser Haus werden. Ich werde das, glaube ich, mit so Gold und Netherite ein bisschen umbauen. Ich glaube, ich muss eine andere Pickaxe dafür nehmen. Wir bauen das hier so mit um, glaube ich. Wir müssen jetzt hier was tun. Jetzt bauen wir hier ein bisschen den Boden um, schätze ich. Oder? In der Zeit, wo ich fertig bin, was ich hoffentlich auch getan habe. Ich hoffe, in der Zeit könnt ihr mal meinen Kanal abonnieren, falls das ihr beim ersten Mal nicht gehört habt. Ich glaube, ich werde
Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht tue ich den Link in die Beschreibung. Ich weiß nicht mal genau, ob ich den Link noch habe. Hier werde ich die Wand entfernen. Junges Loch. Okay, das werde ich entfernen. Das wird jetzt unsere Base werden. Der Villager. Ah, da hat einen Shop gefunden. Ich habe keine Smaragde leider. Aber ich lasse ihn mal unten. Er könnte nutzvoll sein. Ich nenne ihn einfach Willi oder so. Er wird Willi heißen. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Er heißt jetzt Willi. Willi, kannst du ein bisschen auf Seite gehen? Nee. Ich mach das so. Da muss man das so machen. Willi, wir bauen einen Weg für dich hoch. Möchtest du raus? Ja, ich glaube, er hat. Ich wusste nicht, dass die Villager das können. Wusste ich gar nicht, dass Villager das können. Geil, das ist da oben. Moin, Willi, du bleibst bei mir. Gehst ja besser nicht raus in die Kälte. Kannst hier drin schlafen, wenn du meinst. Ich baue für dich hier ein bisschen um. Weiß nicht, für was das gut ist. Achso, fürs Licht. Übers Licht kümmern wir uns noch. Dein Bett wird unten sein. Ich glaube, wir brauchen Wasser, ne, Willi? Ja, der Willi, glaube ich, sagt schon. Wir brauchen Holz. Willi, ich kann nicht vertrauen, dass du da bleibst. Ich vertraue. Willi, hört auf. Willi, ich vertraue dir, ne? Dass du mir jetzt hier nicht rausschwimmst. Du kannst herausgucken, aber nichts anderes, okay? Du bleibst hier schön drin. Denn ich möchte nicht, dass du mir hier abhaust. Da hinten ist ein Licht. Kurz gucken. Ah, ist da war. Okay. Hier ist meine Netherite-Axt, wo ich erstmal ein paar Bäume fäll, dass wir hier für ihn was Schönes bauen können. Ich glaube, das wird vielleicht unseres im Keller sein, ich weiß nicht genau. Ich werde ein Bett vielleicht auch für Willi bauen. Für Willi werde ich bestimmt auch noch ein Bett bauen. Muss ich mal gucken. Ich baue mich hier hoch, dann mache ich so richtig das unsatisfyingste Ding, was ihr je gesehen habt. Und auch das dümmste, weil, naja, ich sterbe mir das jetzt, glaube ich, hier nicht herunter. Okay, let's go, würde ich gerade hier sagen. Okay, gehen jetzt auf jeden Fall zurück zu unserem Iglo. Willi, ich komme! Willi, ich komme. Der Willi, Chair. Willi, ja, ich komme. Nicht rausgehen. Nicht, Willi. Nein. Du bist jetzt hier für immer gefangen. In meinem Haus. Wir haben was Schönes für dich. Oder ich habe was Schönes für dich. Wir bauen um. Ja. Ich brauche ein Crafting Table. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich bin schlau. Irgendwie doch nicht, wenn ich zugebe. Ah, das sind die noch. Ach, dumm. Ich bin einfach dumm, okay? Ich habe eine Idee. Gut. Ich muss nochmal raus. Und diesmal vertraue ich noch mehr, dass du da drin bleibst. Denn ich baue jetzt hier ein Crafting Table hin. So, bitte sei so gut.
und tu nichts, was ich hasse. Okay? Erstmal ein Zombie. Wow, das war ein Critical Hit. So, ich würde jetzt hier, glaube ich, eine Tür bauen. Geh raus! Kleiner Wicht. Kleiner Wicht. So ein kleiner Wicht, ne? Du bist so ein kleiner Wicht. Also, was wollte ich nochmal? Achso, zumachen, dass hier jemand reinkommt erstmal. Und meine zweite Idee kommt jetzt. Erstmal, kannst du bitte aufhören, das zu blockieren? Gut. Dann. Folgende Idee hatte ich. Dass Willi wieder runterkommt, denn er weiß nicht, wie man runterkommt natürlich. Er ist ja noch ein Villager, also Bot. Und er bleibt jetzt wieder unten, mein Herr. Der Herr geht wieder runter, ob er will oder nicht. Hier. Da dann reingehen müssen. Okay. Gut. Jetzt mache ich was. Jetzt gehe ich mal ganz nach oben. Tu das hier weg. Und dann gehe ich step by step down. Hier. So, also er sollte jetzt bald runterfallen. Er ist ja nur ein Villager. Er ist ein Roboter. Und dann sollte er bei uns unten auflanden. Okay. So, jetzt. Ich habe ganz vergessen, was wir machen wollten. Natürlich den Ender Dragon besiegen und jetzt stecke ich halt da unten bei Willi. So. Willi, adios, sage ich. Ich hoffe, du hast noch ein schönes Leben. Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Ich muss mich leider verabschieden. Denn meine Zuschauer warten, bis ich jetzt hier bei den Ender Dragon besiege und kann jetzt hier nicht die ganze Zeit bei dir stehen. Weil es wäre jetzt nicht so nice für die Zuschauer, glaube ich. Oder? Gut. Und ich glaube, ich werde bald einen zweiten Teil rausbringen. Ich mal ohne Willi bin und jetzt wirklich auch den Ender Dragon besiegen will. Oh. Fast vergessen, dass hier noch OP-Loot drin ist. Oh Mann, ey. Okay. Ist Willi drin? Ist Willi in meine Falle geraten und ist er jetzt drin? Aua, aua. So, und jetzt mache ich hier zu. Und ja, Willi, ich würde sagen, wir sehen uns. Adios. Vielleicht ist es auch das Ende von Willi. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es das Ende. Weil, falls er schlecht auffallen sollte. Uff. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee, dass ich vielleicht ein Haus hier reinbaue. Auf das hier ein Haus. Aber über das reden wir im nächsten Teil darüber. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich glaube, wir sehen uns.